Stunde 9. 9, 9, 9, 9. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. 14. Nein, da ist es. Hervorragend. So. Ah, shit, das reicht noch nicht mal für eins. Das ist schade. Energiekristalle. Können wir noch ein paar herstellen? Und wir brauchen noch wieder mehr Redstone. Aber wir haben ja auch noch. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall einiges herstellen an MFEs und MFSUs. Maschinenblöcke. Maschinenblöcke haben wir hier auch. Haben wir nicht. Verdammt. Zap. Kann die mir eigentlich noch irgendwer Refined herstellen? Ja, kann ich craften. Ja, genau. Smelting Power Furnace. Haben wir eine Power Furnace? Es ist mir auch scheißegal, wie lange das dauert. Induction Smelter. Kann das mit Sand? Warum nicht, ne? Der Induction Smelter. Das ist auch kein Verlust, weil wir bekommen ja zwei dann raus. So, ich futter den beiden noch ein paar Diamanten. Ich finde das geil. Blaue Schrapnelle. Und wir bekommen Slack raus. Mit Slack können wir. Daraus können wir Wolle machen. Rockwool. Okay. Mehr können wir daraus nicht machen. Schade. Naja, was soll's, ne? Ist ja auch egal. Hauptsache, wir können daraus irgendetwas machen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir bekommen noch mehr davon. Ach ja, jetzt habe ich das immer hier gemacht. Haben wir hier noch was frei? Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Zip und zip. Haben wir hier noch? Vier Stück. Da. Zip. 10. Dann die hier mit rein. Das leckt ein bisschen. Hier haben wir schon wieder 28. Ich glaube hier. Nein. Dann. Doch, der war's. Logisch. 16, das heißt nochmal 4 Stück. Wow. Wow. Das ging rasant. Ja, dafür sind die Fabricators echt genial. Dass man diese Scheiße nicht. Also, ganz ehrlich, hätte ich das mit dem, mit so einem Projekt-Table gemacht. Ich glaube, ich wäre immer noch am Bauen. Denn man muss ja wirklich immer Kristall für Kristall einfügen und. Da geht der Redstone hin. Wir werden. Da wir hier genug Yuyometer haben. Und noch ein bisschen an. Ich muss mal kurz nachgucken. Yuyometer. Rezepte. Wo habe ich's? Wo habe ich's? Wo habe ich's? Redstone ist so ein Pnüppel und das ist das. Okay. Zap, 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 zap. Oh, 36 nochmal. So. Zap und zap.
Vorteil ist ja, wir haben ja noch einiges an Yu-Yu Matter. Und wir müssen es ja auch verbrauchen, wohlgemerkt. Denn ansonsten läuft unsere Kiste voll und das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Hauen wir gleich mal zwei rein. Bekommen auch ordentlich was raus. Zap, 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 zap. Das ging auch irgendwie mit einer Tastenkombination, dass man das Gleiche, wenn man das Gleiche hat, alles rüberschieben kann. Das warten wir jetzt noch kurz ab. 42. Dann bekommen wir nämlich mehr Kabel. Mehr Kabel heißt mehr MFEs. 20, naja. Ja. Los. Das ganze Kabel ist schon wieder weg und wir haben weitere 5. Das heißt, ich würde noch 8 Kabel machen, dann sind wir auf 20 MFEs. Demnach stellen wir dann nochmal. Wie sieht es hier unten aus? 16 Stück, das ist gut. Stellen wir gleich nochmal ein paar Kristalle her. Einzig doof ist, dass wir diese Kristalle einzeln aus der Maschine rausnehmen müssen. Oder wir machen das. Habe ich noch eine Redstone Engine? Habe ich keine Redstone Engine mehr? Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich müsste noch Redstone Engine haben. Alles gut hier? Was ist hier los? Ach du heilige Scheiße. Ach du ahnst es nicht. Ja, das bleibt nicht lange an. Wir müssen Zinn nachfüllen. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Zap, zap, zap. Runter damit. Solange es nicht knallt, knallt es nicht, ne? Und ich glaube, wenn es knallt, dann war das hier es mit dem kompletten Projekt. Dann können wir definitiv neu anfangen. Zwei Stück mache ich noch. Zwei Kabel wollte ich noch machen. Und immer in den falschen Table. Das ist richtig gut. Eins, zwei. So. Ne, da rein. Zap. Eins, zwei. Zwei. Perfekt. Jetzt bin ich runtergelaufen und habe mich von der Scheißtemperatur ablenken lassen. Es ist auf jeden Fall wieder an und kühlt sich derzeit auch gerade wieder ab. Denn hier sind wieder genug Zellen drin. Das sieht alles sehr gut aus. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch viel produzieren müssen. Wie man sieht, das ist diese drei Zellen oder sechs Zellen eher gesagt, verbrauchen sich super schnell, weil sie natürlich doppelt bestrahlt werden. So, wir wollten hier, na, ich sag's doch, eine so und davon auch noch eine. Schalter haben wir in der Hand. Können wir es nämlich noch automatisieren. So, so und so. Wir bauen das Rezept um, machen so. Ja, den können wir hier reinschmeißen.
machen so und so. Und brauchen Lapis. Machen so, so und so, so und so und so. Und bekommen die Kristalle raus. Ja, das ist nämlich das Problem. Wir haben hier noch Ressourcen drin, aber er kann sie halt nicht weiter verarbeiten. Und da ich keine Lust habe, das alles von Hand rauszusetzen, nehme ich mir einfach hier eine kleine Automatisierungsmaschine, die jetzt schön immer die ganzen Kristalle reindrückt, so lange bis hier nichts mehr an Material zu craften ist. Das kann jetzt einen Moment dauern, aber wir haben ja noch ein bisschen was anderes vor. MF. Die haben wir. Die können wir noch herstellen. Hatte ich die nicht gerade noch irgendwie in der? Drei Stück habe ich da noch. Hier habe ich noch fünf Carbonplatten. Wie sieht es hier oben aus? Carbonplatten habe ich nicht mehr. Alter, das ist. Was ist das denn? Das ist so ein Witz. Carbonzellen kriegt man auch nichts anders, ne? Das ist schade. Das heißt, ich brauche. Ja, toll. Zwei Coal Dust. Das sieht alles. Wow. Wo haben wir das alles hergekriegt? Hier haben wir auch noch Tungsten. Wir haben definitiv kein Coal Dust mehr. Eine eigene Barrel dafür habe ich auch nicht. Mr. Mesurator, Attacke. Do your job. Denn wir brauchen 20 Stück davon. Wir haben ja 20, sag schon, 20 MFEs, das heißt 20, ja, Advanced Machine Blöcke brauchen wir. Ich glaube, das war wieder so. Und so. Und ein Machine Frame. Machine Block. Wann haben wir hier noch drei? So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da haben wir wieder ordentlich was dazu bekommen. Wir haben noch drei, das heißt, wir hauen da jetzt nochmal ein Stack rein. Und langsam geht auch der Lapis dann wieder aus. Zip. Ja, das ist noch ein Electronic Circuit. Hier haben wir noch vier. Zip. Und dann sollte das auch erstmal reichen. 20 MFEs. Diese MFEs kommen jetzt dorthin. Zap. Das trifft sich gut. Davon brauchen wir auch 20. Die kommen dorthin. Ich bin der Meinung, die kommen dorthin. Und dann kommen Lapotrons hin. Perfekt. So soll es sein. So und so. Jetzt müssen wir nur noch die Advanced bauen. Und ich sollte wieder was futtern. Schon interessant, dass Diamanten definitiv satt machen. Ja. Eins und. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. So. Ja, so viel Krams wieder hier drin, ne? Das ist echt Kacke.
Deshalb packen wir hier auch einfach mal das Kabel weg. Und ich bin der Meinung, ich sollte wieder ein bisschen Zinn nachlegen. Bevor das da unten echt noch kracht. Es ist ja wirklich ein gewagtes Spiel. Aber Kernschmelze ist ja erst bei 8500 Grad. Von daher haben wir da noch etwas Spielraum nach oben. Da sind die Kabel drin, da ist das drin. Hier ist nichts drin. 8 Stück, das heißt 4 Platten. Das ist echt. Das ist echt ferkelig. Hier haben wir noch ein bisschen drin. Hier haben wir die Overclocker noch. Die Overclocker können wir auch hier mit reinschmeißen. Dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Hier haben wir noch den Induction Smelter, der uns aus dem ganzen Deck nur 46 rausgegeben hat. Das ist wirklich Kack für den Arsch. Irgendwie. Ach Quatsch. Blödsinn. Totaler Blödsinn. Ich erzähle wieder einen Unfug. Die brauchen wir derzeit nicht mehr. Wir brauchen noch mehr Maschinenblöcke. 6 Stück reichen nie im Leben. 8. Damit kommen wir auf 12. Das heißt 1 und 2. Wir hatten ja vorher hier schon was rausgenommen. So ist es ja nicht. Deshalb ist auch schön, dass wir da auch immer gleich 2 bekommen. Du musst jetzt wieder was tun. Du hast mir 4 Platten gepresst. Das ist hervorragend. Wie sieht es hier aus? Da bekommen wir ja 4 Platten vielleicht raus wieder. Zap. 1, 2, 6, 1, 2, 1, 2, zip, zip, 5 Stück, das ist schlecht, bekommen wir nämlich nur 2. So, nichtsdestotrotz können wir schon mal ein bisschen MFSU herstellen. Die schmeiße ich da kurz rein und zip. Kommen auch schon die ersten raus. So. Ein bisschen Glasfaserkabel. Haben wir nicht mehr. Watt habe ich unten noch. Definitiv. Kein Thema. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Coal Dust machen. Dafür werde ich... Ich muss mal kurz gucken. Wo ist denn die Sortiermaschine hin eingestellt? Soll sie nach grün schicken? Das ist hervorragend. Dann werden wir die... so wieder aktivieren. Diese müsste auf gelb, Quatsch, auf blau ist Kohle drin, das ist hervorragend. Dann können wir das hier nämlich alles reinschmeißen. Und er wird uns ordentlich Kohle machen. Und hier hauen wir dann wirklich auf Maximum 2 Platten. Das heißt nochmal ein Machine Block. Quatsch, ein Advanced Machine Block. Wo ist denn jetzt? Da ist es. Zip und zip und 3 und 4, das ist total legitim, das ist okay. Das sind dann nochmal 2 Platten. Und hier nochmal ein Maschinenblock reingeschmissen. Was fehlt denn uns? Uns fehlen noch mehr Lapotrons. Okay. Kein Thema, kein Problem, alles gut. So. Dann machen wir jetzt als letztes werden wir jetzt anfangen. Ich schätze mal, neben dem AKW lassen wir erstmal 2 frei. Machen wir 3 frei. Und dann bauen wir hier die Teile auf.
Eins, zwei, drei, vier. So. Warum habe ich sie so hingestellt? Dann laden sie sich alle nacheinander auf. Da steht nichts. Hier wird aber fleißig geladen und das Teil müsste sich durchaus entladen und wir sind bei 24 Millionen. Also schneller kann man wirklich nicht laden und ernsthaft ist hier schon wieder. Alter, was ist denn hier? Wo sind die ganzen Wassereimer hin? Ach, du ahnst es nicht. Oh, das hatte ich natürlich total übersehen. Und ich habe das High-Voltage-Kabel schon wieder weggepackt. Eieieiei, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Logisch. Ja. Das ist natürlich eine geile Sache. Dann kann das ja nur sich ausschalten. Ich hoffe, das schafft diese Maschine. Je mehr Wassereimer, desto schneller wird es auch gekühlt und desto eher bekommen wir. Ach, du ahnst es nicht, ey. Ladies, wir brauchen Energiezellen. Kühlzellen. Ist jetzt aber ganz schön extrem, ne, was die hier an Zinn verbrauchen. Wo kommt ihr denn immer her? Ja, oben 2,30 € reingeschmissen und davon ist gerade nicht mehr so viel da. Aber das habe ich echt nicht gesehen, ey. Das ist ja sehr geil. Und wir laden uns wieder aus. Wir laden wieder. Da hinten bist du. Komm mal her. One Hit. So, wie sieht's hier aus? Wenn du aktiv bist, lädst du dich auch noch auf. Ey, heilige Scheiße. Und das ist alles kein Thema. Das ist super, denn das letzte muss laden. Weil erst wenn das voll ist, lädt sich das auf und das und dann immer so weiter. Und hier werden wir auf jeden Fall immer, ich schätze mal, 10er-Blöcke machen. Das dann rüberschwenken aufs nächste. Dann wird sich das hier hinfahren und dann wird das hier hinfahren und dann wird das hier, bis wir irgendwo. Was ist denn da oben los? Das gefällt mir gar nicht. Super. Da oben muss ich auf jeden Fall noch für Licht sorgen und ja, ich würde sagen, das war es dann mal für heute und die letzten 3 Tage. Ich glaube, da saß ich jetzt 3 Tage dran. Diese Energieleiste werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiterbauen. Davon schon mal, dass wir ein bisschen was anderes machen. Wir müssen natürlich auch noch eine schicke Verkleidung finden. Mal sehen, was wir da so nehmen werden. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Das wird auf jeden Fall noch riesig und
bevor ich es vergesse, sollte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zinn reinlegen. Damit das Gegensystem jetzt noch weiterläuft. Und warum? Okay. Ja, werde noch ein paar MFEs bauen und werde mal schauen, wo das Ganze dann hingeht. Beziehungsweise mit wie viel MFEs wir dann weiterspielen werden. Aber ich habe mir schon gedacht, das sollte schon ordentlich sein. Das soll richtig, richtig viel sein. Und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. In dem Sinne, gerne kommentieren oder abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst, wie es in unserer Welt weitergeht. Wer Bock hat auf Feed the Beast und mich unterstützen will oder halt mit mir ein Dorf aufbauen will, das ist nämlich auch noch geplant, das kommt noch dazu. Weil Atomkraftwerk im Keller sieht bescheiden aus. Ein richtiges Atomkraftwerk als echtes Gebäude sieht vielleicht ein bisschen geiler aus. Kann man natürlich auch machen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn irgendwer Bock hat, mit mir zu spielen. Und also aktiv. Logischerweise. Ich suche immer noch ein paar Members. Und ja, ansonsten gefällt mir drücken. Das wäre voll super. Und wieder einschalten, logischerweise. Denn es geht hier natürlich spannend weiter. In, ja. Dann danke fürs Zusehen und bis morgen. Ciao. -i.